Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt an der deutsch-belgischen Grenze Herrn Professor Flöge, mit dem wir uns unterhalten möchten über Pathophysiologie, Klinik und Therapie der IgA-Nephropathie. Wir haben uns so ein bisschen als Appetizer für die in wenigen Wochen bevorstehende Publikation der globalen KDIGO-Leitlinien zur Glomerulonephritis, die in unseren Augen 6 quantitativ wichtigsten GN-Formen rausgepickt, hatten uns 6 Traumreferenten rausgepickt gehabt und sind sehr, sehr glücklich, dass alle diese Traumreferenten wie in einem Wunschtraum uns auch zugesagt haben. Hier war das ganz einfach eigentlich gewesen, dass die IgA-Nephropathie quantitativ bedeutsam ist, ist keine Frage. Und dass es nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern global eigentlich keinen besseren Gesprächspartner dazu gibt als den Professor Flöge. Das war uns auch klar gewesen. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie Zeit für uns haben. Professor Flöge ist nicht nur der deutsche Nephrologe, der am schnellsten auf E-Mails antwortet. So sind Sie, glaube ich, letztes Jahr bei der Preisverleihung der DGFN vorgestellt worden. Sondern gilt auch eigentlich bei den meisten Kollegen als der beste Referent in der deutschsprachigen Nephrologie und hat im Kontext der IgA-Nephropathie die 3 wichtigsten Studien der letzten 10 Jahre entweder selbst initiiert oder aktiv mitbegleitet und ist, und das ist auch wichtig jetzt für die Leitlinien, einer der beiden Hauptverantwortlichen für das, was wir dann im September zu lesen bekommen. Meine Co-Moderatoren sind Paul Diefenhardt, der wissenschaftliche Nephrologie an der Universität zu Köln macht, Anja Scheuer, die klinische Nephrologie in Frankfurt macht. Mein Name ist Gunnar Heine aus Frankfurt am Main. Herr Flöge, ich darf direkt anfangen mit ein paar Fragen zur Pathologie der Erkrankung. Ich habe mir im Studium immer gemerkt, Glomerulonephritiden sind Autoimmunerkrankungen. Ich glaube, das würde ich heute immer noch mir so merken. Wenn man sich die IgA-Nephropathie anguckt, lässt sich darüber sicherlich diskutieren. Vielleicht können Sie uns einmal ein bisschen erklären, wo kommen diese Antikörper her, die sich letztlich in der Niere ja ablagern? Und was ist so besonders an denen? Oh, gute Frage, nächste Frage. Also das fundamentale Problem der IgA-Nephropathie ist, dass es kein vernünftiges Tiermodell gibt. Und das gibt es nicht, weil selbst bei kleinen Affen das IgA-System anders ist als unseres. Was man aus der Maus weiß, ist, wenn ich eine Maus züchte, transgen oder durch Zuchterfolge, und diese Maus hat 10-fach, 100-fach erhöhte IgA-Spiegel von polymerem IgA, dann entwickelt die IgA-Ablagerung im Glomerulus und durchaus auch mal Hämaturie, aber sie werden darüber nicht terminal niereninsuffizient. Beim Menschen ist das auch nicht gut verstanden. Das Irritierende ist, dass man bei 20% aller Menschen, also wir sind nur zu viert, wahrscheinlich sind die 20% ist der fünfte, ja, der gerade nicht im Bilde ist. Das ist der, der IgA-Ablagerung hat in der Niere. Also das ist ein ganz häufiges Phänomen. In der Autopsie findet man das bei jedem fünften. Und die Japaner haben Stunde Null Biopsien genommen von Transplantnieren, Lebensspenden, also gesunde Spender, wo sichergestellt war, die haben nichts an der Niere, haben Stunde Null Biopsien gemacht und haben bei 1,5% der japanischen Bevölkerung eine IgA-Nephropathie gefunden. Jetzt mag es bei uns weniger sein, aber wir müssten geflutet sein von IgA-Nephropathie-Patienten. Das heißt, im Umkehrschluss, das Gros dieser Ablagerung ist offensichtlich fluktuierend, kann wieder verschwinden. Das wissen wir aus norwegischen Studien und das wissen wir auch aus Transplantstudien, wo zufällig eine IgA-Niere mit IgA-Ablagerung transplantiert wurde. Das verschwindet einfach wieder. Ja. Also die IgA-Ablagerung als solche ist erstmal gar nicht so schlimm. Das ist alles, was wir wissen. Und wir wissen auch, dass es beim Menschen präferenziell dimeres, polymeres eben Großes ist und offensichtlich präferenziell IgA, was so einen Glykosylierungsdefekt hat und zu wenig Galaktose hat. Was das mit Autoimmunität zu tun hat, keine Ahnung. Ja, es gibt eine Arbeitsgruppe auf der Welt, die hat Autoimmunphänomene beschrieben, nämlich Antiglykan-IgG-Antikörper, dann wäre es eine Autoimmunerkrankung. Aber
kommen wir noch drauf, die Therapie sieht, bringt so Erfolge, wie man sie von der Autoimmunerkrankung nicht kennt, im Vergleich zur Membranlösung. Ich glaube, dass es vielleicht Autoimmunphänomene gibt, aber das ist keine Autoimmunerkrankung. Genauso wie Minimal Change keine ist, genauso wie die viele membranoproliferative Erkrankungen keine sind, wie die FSGS wahrscheinlich keine ist und, und. Also, sorry, das Studium war falsch. Dann muss ich es mir vielleicht doch anders merken, ja. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen genauer auf die Herkunft der Antikörper gehen, da gibt es ja einige ganz interessante Ideen, wo die denn tatsächlich herkommen und die man ja dann vielleicht auch verknüpfen kann mit der Klinik später. Also es gibt ja häufig, vielleicht mache ich da einen kurzen Sprung mal auf die Klinik, Hämaturien, also Blut im Urin nach Infektion der oberen Atemwege. Wie hängt das zusammen mit der Antikörperproduktion? Weiß man das schon? Das würde ich zweigeteilt beantworten. Also A, es gibt Hinweise, dass die Antikörper überwiegend aus der Darmmucosa kommen. Und zwar überwiegend aus der Dünndarmmucosa, wo die Lymphozyten sitzen, die genau dieses dimere, polymere, untergalaktosierte IgA bei uns allen Vieren machen. Das ist nämlich unser normales Schleimhaut-IgA. Nur, dass es eben nicht ins Darmlumen in diesem Fall geht, sondern aus irgendeinem Grund in die Zirkulation. Sei es, weil die Lymphozyten das falsch sezernieren, sei es, dass die Lymphozyten ins Knochenmark migrieren. Auch dafür gibt es alte Daten. Das heißt, der Defekt ist gar nicht so sehr eine Fehlproduktion von IgA, sondern es wird das richtige IgA, Klammer auf, IgA fürs Darmlumen, wird in den falschen Ort, nämlich ins Plasma sezerniert. Die zweite Frage, warum wird die Erkrankung wild nach Infekten der oberen Atemwege, übrigens brandaktuell auch nach Covid-Impfung, es sind inzwischen eine Reihe von Patienten beschrieben, die nach Covid-Impfung eine Makrohämaturie entwickeln. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man mit jeder Impfung und jedem Infekt die Innate Immunity anwirft. Und das wissen wir sehr gut aus Studien, unter anderem von Achim Anders, dass jeder Trigger der Innate Immunity, kann man auch über kleine Oligonukleotide machen, führt dazu, dass eine renale Nephritis schlimmer läuft. Und bei IgA-Nephropathie drückt sich das eben auf in Form von Hämaturie. Bei der FSGS würde man es wahrscheinlich, wenn man es messen würde, sehen in Form von mehr Protein im Urin im Infekt. Das ist, glaube ich, ein relativ unspezifisches Phänomen. Sind denn diese, Sie haben es angesprochen, nach einer Covid- oder nach einer Corona-Impfung, diese Hämaturie, ist es denn tatsächlich klinisch relevant in dem Sinne, dass es auch eine akute Nierenschädigung ist? Oder hat man 3 Tage blutigen Urin und danach ist wieder alles gut? Die Mehrheit ja. Aber wir haben zum Beispiel eine Patientin, die hat sich mit einer GFR von 15 bei IgA-Nephropathie impfen lassen, hat eine Makrohämaturie bekommen und ist nicht wieder von der Dialyse bis heute weg. Also ja, auch das ist, wenn Sie oder ich eine IgA-Nephropathie hätten, ist gut bekannt, dass eine Makrohämaturie ein akutes Nierenversagen induzieren kann, was sich in der Regel wieder erholt, aber manchmal hat man auch so ein bisschen einen stufenförmigen GFR-Verlust. Nochmal zum Verständnis, es gibt ja noch eine zweite Erkrankung, die IgA-Vaskulitis, die ja vor allem bei Kindern auftritt. Ist das die gleiche Erkrankung in einer anderen Ausprägung oder sprechen wir da von unterschiedlichen Erkrankungen? Nee, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist das die gleiche Erkrankung mit einem anderen Manifestationsspektrum, wenn Sie mich fragen, warum ist das so? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass irgendwer das versteht. Aber man weiß beispielsweise, wenn man Patienten mit einer Schönlein-Henoch-Purpura oder IgA-Vaskulitis transplantiert, haben die eine rekurrente IgA-Nephropathie. Also das ist schon wahrscheinlich das Gleiche. Ohne dass wir gut verstehen, es gibt ja auch eine kutane IgA-Vaskulitis beispielsweise, die wir als Nephrologen eigentlich nie wahrnehmen, ja,
Aber sprechen Sie mal mit Hausärzten, das ist kein seltenes Phänomen. Und dann gibt es alles an Spektrum zwischendrin. Also die klassische IgA-Vaskulitis mit Trias aus Koliken, Arthritis und Nierenbeteiligung sehe ich praktisch nie. Ganz, ganz selten mal. Was man im Erwachsenenalter schon eher mal sieht, ist einen mit einer IgA-Nephropathie, der auch eine Purpura hat. Also irgendwie so eine Art abortiver Schönlein-Henoch. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Vielleicht noch eine letzte Frage von mir, bevor es auf die Klinik geht. Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt hier eine relativ große Varianz, was die Prävalenz angeht, wenn man es global anguckt. Wir haben in Ostasien ja eine sehr, sehr hohe Prävalenz, bei uns in Europa auch immer noch die häufigste GN. In Amerika ja schon weniger und ich glaube in Afrika ja sehr, sehr selten. Gibt es eine Idee, warum das so ist, auch bezüglich der Geschlechterverteilung? Bei uns ja auch mehr Männer eigentlich, in Asien eigentlich gleich verteilt zwischen Frauen und Männern. Ist das genetisch bedingt? Ist das die Ernährung? Ist das irgendwelche anderen Umweltfaktoren? Es spielt zweierlei rein. Es spielt sicher die Genetik rein. Es scheint protektive Gene zu geben, die in Afrikanern sehr prävalent und in Südostasien sehr wenig prävalent sind. Umwelt ist aber auch wichtig. Beste Anekdote dazu. Ich habe über viele Jahre von der International Society ein Renal Sister Center gehabt in Belgrad. Und dann bin ich da immer hin und habe denen gesagt, hey, ich kann euch auch einen Vortrag halten. Und dann haben die gesagt, oh prima. Ich habe gesagt, wie wäre es mit IgA-Nephropathie? Nimm mal den Mundwinkel runter. Das hat die nicht die Bohne interessiert. Die wollten wissen, was machen wir mit unserer Flut von MPGN-Patienten. Membranoproliferative, das war das Thema. Das Interessante ist, dass es genau dieselbe Situation in Südamerika gibt. Peru, bettelarm, MPGN-Land, Argentinien, war mal reich, ist jetzt bankrott, IgA-Land. Das heißt, das hat auch mit sozioökonomischem Standard und mit Infektionen natürlich zu tun, Hepatitis. Und irgendwann hat mir Adrian Kovic aus Rumänien ganz stolz erzählt, sie würden jetzt ein IgA-Land. Als Hinweis darauf, dass es den Rumänen besser geht. Also da spielt viel rein. Ob das jetzt tatsächlich nur die Infektionen sind, die zu mehr MPGNs führen, oder ob es was mit dieser Allergiehypothese TH1, TH2 Prägung zu tun hat, sei mal dahingestellt. Aber für mich persönlich klingt IgA eher so ein bisschen wie Richtung allergische Pathogenese, diese Überreaktivität im Darm. Gibt ja diese Untersuchungen aus Schweden, wo die armen, unschuldigen Schweden Einläufe verpasst haben. Mal mit Gluten, dann mit Sojaprotein und dann mit Ofalbumin. Und dann haben sie denen eine Sonde ins Rektum gelegt und haben Entzündungsaktivität gemessen, NO-Freisetzung oder Myeloperoxidase. Und diese schwedischen Patienten mit IgA-Nephropathie reagieren auf alles. Die kriegen plötzlich Entzündung, bloß weil sie Gluten im Darm als Einlauf kriegen, würde man sagen, okay, vielleicht eine subklinische Zöliakie, steht im Lehrbuch, ist assoziiert mit IgA-Nephropathie, aber definitiv nicht Ofalbumin und definitiv nicht Sojaprotein. Die reagieren auf alles. Deshalb kommen wir noch drauf, deshalb die Ideen, dass man vielleicht den Darm behandeln muss und der Albtraum, dass das irgendwann eine gastroenterologische Erkrankung wird. Ja. Aber bis dahin bin ich im Ruhestand, dann kümmert es mich nicht mehr. Wenn jetzt zu Ihnen ein Patient kommt, der vielleicht beim Betriebsarzt zufällig untersucht wurde und eine Mikrohämaturie festgestellt wurde, wie würden Sie das weiter abklären? Also gibt es bestimmte Symptome, gibt es wegweisende Laborparameter, die es da zu erheben gilt? Wann würden Sie eine IgA-Nephropathie vermuten? Naja, also die meisten kommen ja als Zufallsbefund an. Die wenigsten kommen an und erzählen einem, ich habe bei jedem Infekt Blut im Urin. Dann ist es natürlich hochsuggestiv. Da gibt es nicht viel Differentialdiagnose. Wenn Sie einen Patienten haben, der eine isolierte Mikrohämaturie hat, das wissen wir aus holländischen Untersuchungen, und machen bei denen eine Nierenbiopsie, was sie eigentlich nicht machen würden. Ja, normale GFR, keine Proteinurie, hat ja keine Konsequenzen, würde man normalerweise nur beobachten.
und würde sagen, hey, wenn das ein 30-Jähriger ist, bitte keine Zystoskopie. Wenn Sie die trotzdem Nierenbiopsieren, finden Sie in, wenn ich es richtig entsinne, 40% eine IgA-Nephropathie, die eben ganz milde ist, 20% so ein Mischmasch und in 20% normales Nierengewebe. Das ist das Faszinierendste. Sie können eine Mikrohämaturie haben mit normalem Nierengewebe, wo Sie sich natürlich fragen können, vielleicht war IgA da und ist jetzt gerade ausgelöst, rausgelöst worden und, und. Also das hat keine Konsequenz. Der typische Patient, den ich sehe, ist einer, der sich selber zuweist als zweite Meinung oder von Kollegen zugewiesen wird. Und die sind typischerweise, und das ist ganz wichtig, die sind typischerweise schon niereninsuffizient, weil IgA-Nephropathie eben nicht früh auffällt. Das ist einer der wenigen Gründe, weshalb ich traurig bin, dass nicht mehr gemustert wird. Früher musste jeder 18-Jährige auf den Teststreifen pinkeln. Und dann ging es schief. Ja? Dann hat man eine Mikrohämaturie gefunden und dann wurden sie zum Urologen geschickt. Ist ja logisch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Blasenkarzinom hat? Null. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Urologe eine Zystoskopie abrechnet? 100%. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser 18-Jährige nie wieder zum Arzt gehen will? 100%. Ja. Also in der Regel Zufallsbefunde und nicht selten, dass Leute schon mit der GFR auf 30 oder 20 oder sowas sind, bevor das zufällig auffällt, weil sie eben einen schweren Hochdruck haben. Und auf einmal, wir kriegen viele IgAs aus der Augenklinik, ja? Leute, die auf einmal Visusverlust haben. Und welche Rolle spielen Urinmikroskopie und Serum-IgA bei der Diagnosestellung? Serum-IgA keine Rolle, ist höchstens bei 50% der Patienten erhöht und wenn dann so milde erhöht, dass man wirklich diagnostisch nicht verwerten kann. Urinmikroskopie theoretisch eine große. Damit könnte man auch die Zystoskopie des 18-Jährigen vermeiden, weil das nämlich Akanthozyten sind. Aber wie oft mikroskopieren Sie im Alltag Urin? Jetzt mal ganz ehrlich, wir predigen das alle immer. Da müssen Sie eine Phasenkontrastmikroskopie machen. Haben Sie ein Phasenkontrastmikroskop im Arztzimmer stehen? Und selbst wenn es da stehen würde, muss man dann noch die Begeisterung bei denjenigen bekommen, die es dann auch in Betrieb nehmen. Absolut, ja. Und es kostet Zeit. Einer muss diesen blöden Urin zentrifugieren und, und. Wir predigen das immer so und tun immer so, als hätten wir die Weisheit gelöffelt, ja. Aber in der Realität macht das keiner. Ich mache es ganz gelegentlich, aber ehrlich gesagt nicht regelmäßig. Und in der Hausarztpraxis oder in der Nephrologiepraxis, wir hatten da die Zeit dafür. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, eine isolierte Mikrohämaturie wäre keine Indikation zur Biopsie. Was wären denn harte Kriterien, quasi, wenn man sagen würde, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt? Also es gibt einen gewissen Konsens, dass ich bei 1 Gramm Proteinurie pro Tag und oder eingeschränkter GFR eine Biopsie haben sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei einem Patienten, der eine Mikrohämaturie hat, 1 Gramm Proteinurie und eine GFR, sagen wir, von 60, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine IgA-Nephropathie finden, ist hoch, ist aber eben nicht 100%. Und insofern würde ich immer eine Biopsie haben wollen. Das Blutungsrisiko in der Regel ist sehr gering. Es gibt eine sehr schöne Arbeit, letztes Jahr publiziert, eine riesige Arbeit aus Frankreich. Die haben so ein Blutungsrisikoscore nach Nierenbiopsie entwickelt. Da gibt es eigentlich nur 3 Situationen, die richtig gefährlich sind. Akutes Nierenversagen, Fluoride Ankervaskulitis und die dritte war ich vergessen. Aber definitiv nicht IgA-Nephropathie. Das Blutungsrisiko ist ganz gering. Okay. Und wie sieht denn das histopathologische Bild aus? Ist das sehr spezifisch oder treten IgA-Ablagerungen eben auch bei anderen Krankheiten auf? Ja, Sie müssen natürlich erstmal IgA finden. Ja, ohne IgA-Nachweis keine IgA-Nephropathie. Das ist übrigens ein Kritikpunkt von uns an der DAPA-CKD-Studie, wo es diese IgA-Subkohorte gibt, die ganz toll mit Dapagliflozin behandelt worden ist. Da sind 16 Patienten, die sind nie biopsiert worden drin. Die laufen unter IgA-Nephropathie, aber das können sie nicht diagnostizieren. Ja. Ja, IgA tritt natürlich bei 1500 anderen Krankheiten auch auf. Klassisch bei Lupus mit dem berühmten Full-House-Pattern,
wo sie IgA, M und G drin haben. IgA tritt sekundär bei ganz vielen. Leberzirrhose hat eigentlich immer IgA auch im Glomerulus, mit oder ohne Funktionsverlust. IgA finden Sie durchaus bei einer ganzen Reihe. MPGN kann das auch mal haben. Das ist nicht wirklich spezifisch. Also Sie müssen dann mesangioproliferative Veränderungen sehen, zumindest so ein klitzeklein bisschen, vielleicht Endothelzellproliferation, das ist der berühmte MEST-Score. Mesangiale Hyperzellularität, endotheliale Hyperzellularität, S für Glomerulosklerose und T für tubulointerstitielle Schäden. Und neuerdings heißt er MEST-C, weil auch noch Halbmonde reinkommen. Das ist auch nochmal ein Sonderthema. Ich schweife mal kurz aus. Jeder Nephrologe kriegt so ein kleines rotes Blinklicht hier hinten, wenn er einen Halbmond sieht. Ja? Und dann ist gleich der fieberhafte Blick, wo ist mein Cyclophosphamid, Enoxan geben, Steroidpulse geben und, und. Wenn Sie einen Patienten, der eine infektgetriggerte Makrohämaturie hat, Nierenbiopsien würden, finden Sie Halbmonde, Mengen. Wenn Sie einen Patienten mit einer isolierten Mikrohämaturie, normale GFR, keine Proteinurie, hat eine IgA-Nephropathie, ganz früh, wenn Sie die Nieren biopsieren, 20% haben Halbmonde. Niemand käme auf die Idee, jemanden mit einer isolierten Mikrohämaturie mit Endoxan zu behandeln oder mit Steroidpulsen. Das heißt, nicht jeder Halbmond bei IgA-Nephropathie ist eine Katastrophe. Und es ist logisch, dass die Halbmonde haben. IgA-Nephropathie ist gekennzeichnet durch glomeruläre Blutung. Um zu bluten glomerulär, muss es Brüche in der Basalmembran geben. Und wenn Sie schon mal gesehen haben, was eine parietale Epithelzelle der Baumannschen Kapsel macht, wenn die Serum sieht, die proliferiert wie bekloppt. Fibrin ist der ultimative, oder Fibrinogen ist ein ultimativer Wachstumsfaktor für diese Zellen. Und dann heißt die Therapie eben nicht Steroidbolus, sondern die Therapie heißt A, warten bis der Infekt weg ist und B, im besten Fall vielleicht auch noch einen RAS-Blocker geben, damit der Druck im Glomerulus sinkt und dieses Loch physikalisch zugehen kann. Vielen Dank. Und gibt es, vielleicht als vorerst letzte Frage von mir, gibt es irgendwelche Indikationen, eine Rebiopsie zu machen, wenn die IgA-Nephropathie schon nachgewiesen wurde vor Jahren? Ganz selten. Also ich habe gerade heute, ich kriege ja viele E-Mail-Anfragen, ich habe gerade heute einer Kollegin in Berlin dazu geraten, in einer ganz ungewöhnlichen Situation, eine schlanke junge Frau, die mit 6 Gramm Proteinurie aufgeschlagen ist, die dann sehr aggressiv gleich mit Immunsuppressiva behandelt worden ist und die jetzt wieder nach der Immunsuppression eine sehr stark steigende Proteinurie hat, obwohl sie schlank ist, Nichtraucherin ist, hypoton ist, die kollabiert fast, toleriert ganze 2,5 Milligramm Ramipril, sonst wird sie kolaptisch, ist Nichtraucherin. Das ist nur nicht gut erklärt, ja. Warum die als, ach, Veganerin ist sie auch noch, das nicht gut erklärt, warum die so eine mordsmäßige Proteinurie hat. Und da wäre zum Beispiel die Frage, ob diese Frau nicht eine Minimal Change Nephropathie mit zufälligen IgA-Ablagerungen hat. Also das wäre eine der seltenen Situationen, wo ich eine Rebiopsie haben möchte. Ansonsten hat man im Gegensatz zum Beispiel, zu Lupus oder Minimal Change FSGS, ja, ganz seltene Indikationen für eine Rebiopsie. Darf ich noch einmal nachfragen zu den Halbmonden, weil ich das extrem wichtig finde und wir da in der Tat auch selber aufpassen müssen, was wir nicht überreagieren. Gibt es denn, wenn Sie jetzt in jedem zweiten Glomerulus einen Halbmond sehen, wird Sie das dann stutzig machen oder würden Sie sagen, nee, es ist einfach die Klinik und nichts anderes? Kommt auf die Klinik an. Also ich würde behaupten, ich glaube, niemand von uns macht es. Aber wenn Sie in der fluoriden Makrohämaturie biopsieren und erwischen die richtige Stelle, dann kriegen Sie das hin. Niemand käme auf die Idee, eine infektgetriggerte Makrohämaturie mit Steroiden zu behandeln oder gar mit Cyclophosphamid. Ja, es gibt eine vaskulitische, rapid progressive IgA-Nephropathie. Die größte Serie hat der liebe Yicheng Liv. Nachname ist LV, ich habe bis heute nicht gelernt, wie man es vernünftig ausspricht, aus Peking publiziert. Wenn die Jungs in Peking
110 solche Fälle retrospektiv finden, dann weiß man, das ist echt selten. Normalerweise haben die ja immer 1000 irgendwas. Das waren alles Patienten, die hatten 50-60% Halbmonde. Keiner von denen hatte eine normale GFR. Die hatten alle einen rapiden Progressions der Niereninsuffizienz. Und die sind praktisch alle an der Dialyse gelandet. Und zwar völlig egal, ob die immunsupprimiert worden sind oder nicht. Ja, es gibt sozusagen eine maligne Verlaufsform. Aber um die Frage zu beantworten, 50% Halbmonde sind zu werten im Kontext der Klinik. Eine RPGN ist klinisch definiert, nicht histologisch. Und wie lange warten Sie nach einer Makrohämaturie? Eine Woche oder einen Monat? Oder gibt es da so also aus dem Ärmel raus? Wenn einer nach einer Woche Makrohämaturie zum Beispiel immer noch oligoanurisch wäre, dann würde ich mal biopsieren und mal gucken, was los ist. Oder wenn nach 4 Wochen immer noch alles nicht richtig ist, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich mal mal gucke. Das wäre eine der seltenen Situationen für eine Rehbiopsie. Jetzt muss ich, bevor wir zur Therapie kommen, einmal unsere Kollegin wirklich loben, weil ausgerechnet die beiden, mit denen wir immer die Interviews machen, die Anja Scheuer und die Sarah Morell, wirklich das Mikroskop auch in die Hand nehmen. Herr Diefenhardt, ich weiß nicht, Sie müssen es im Moment nicht machen, Sie sind im Labor, aber es ist in der Tat extrem schwierig, das ist auch meine Erfahrung in Homburg, in Frankfurt gewesen, dafür Begeisterung zu bekommen. Hämatologen gucken sich immer gern das Blut an, wir haben gegen den Urin immer so eine Skepsis, ich weiß es nicht. Die konventionelle Therapie, das ist wahrscheinlich das, wo sich die KDIGO-Leitlinien am meisten ändern werden im Bereich der IgA-Nephropathie. Als ich angefangen habe mit Nephrologie im letzten Jahrhundert, hat jeder Potzi geschrien und Unmengen Steroid gegeben. In der finalen Version, die ich jetzt noch nicht kenne, wird wahrscheinlich drinstehen, dass wir fast keine Steroide mehr geben sollen. Oder wie wird es kommen? Ja, das Dilemma ist, dass also wir haben ja ein Evidence Review Team gehabt. Das war in diesem Fall über die Cochrane-Gruppe in Australien. Und mein australisches Evidence Review Team hat mir gesagt, naja, diese Arbeiten sind alle publiziert und die können wir nicht ignorieren. Wir sprechen damit ein Fundamentalproblem der Wissenschaft an. Es gibt eine klinische Studie zur IgA-Nephropathie aus China, wo ich 100% überzeugt bin, dass diese Studie gefälscht ist. Mein Evidence Review Team sagt mir, wenn ich das nicht beweisen kann, muss ich das als unbiased Evidence Review Team einbeziehen. Die noch größere Gefahr, das wird Sie vielleicht betreffen. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails Sie am Tag kriegen. Ich kriege pro Tag bestimmt 50 E-Mails. Please send us your manuscript. Open Access Publikation ist ja als Marktmodell entdeckt worden. Wenn da gefälschte klinische Studien reingehen, die quasi wie eine Werbeanzeige von mir finanziert werden, die wahrscheinlich nicht mal gereviewt werden, dann wird mir eines Tages mein Evidence Review Team sagen, hier, was willst du denn? Ist doch publiziert. Und auf einmal machen wir Leitlinien auf der Basis von gefälschten Daten. Großes Thema. Jetzt bin ich abgeschweift. Die KDIGO-Leitlinien werden im Oktober in Kidney International in einem Supplement publiziert. Und liebe junge Leute, wenn Sie mal gefragt werden, wollen Sie die Guidelines koordinieren? Sagen Sie nein, nie, bitte. 650 Seiten Guidelines. Sie können, das ist mörderisch. Man zehrt davon, man wird nicht dümmer, aber es ist eine mörderische Arbeit. Die werden natürlich sagen, geben Sie einen RAS-Blocker, und zwar ab einer Proteinurie von 0,5 Gramm pro Tag. Wir sind runtergegangen. Die werden natürlich über Lifestyle reden. Also ich sage mal, der klassische Second-Opinion-Patient, der bei mir reinkommt mit einer IgA, mit der Frage, mein Doktor sagt, ich soll Steroide kriegen. Und dann kommt so ein Moppel bei mir ins Zimmer. Body Mass Index 33. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Adipositas-assoziierte Hyperfiltration mit einem Steroid kuriere? Null. Ja. Natürlich werden die Leitlinien mehr auf supportive Therapie abzielen. Und das ist eben mehr, und das ist ein Vorwurf an ganz viele Studien, die aktuell laufen, das ist mehr als nur ein RAS-Blocker geben.
Ich muss Patienten über Rauchen aufklären. Ein Raucher hat, wunderbare Daten von Herrn Ort und Herrn Ritz, ein 10-fach erhöhtes Risiko, an der Dialyse zu landen, wenn er eine IgA-Nephropathie hat. Das ist übrigens ein ziemlich gutes Argument, Leute zu motivieren, beim Rauchen aufzuhören. Die haben echt Angst davor. Das mit dem Herzinfarkt, das ja, das habe ich alles schon gehört, und Lungenkrebs, ja. Aber Dialyse, das will ich nicht. Ja. Und dann hören die manchmal tatsächlich auf. Salzkonsum ist ein Thema. Spironolakton, ein bisschen, ist manchmal eine Wunderwaffe, wenn ein Aldosteron-Breakthrough da ist und die auf einmal mit der Proteinurie wieder hochgeht. SGLT2-Hämmer werden sicherlich was Tolles. Vielleicht auch neue andere Therapien, die wir gerade testen, also Stichwort Sparsentan, so ein dualer Angiotensin-Endothelin-Rezeptorblocker. Da tut sich viel auf dem Supportivmarkt. Und ja, die Leitlinien werden nach wie vor sagen, wer trotz all meiner Supportivmaßnahmen immer noch Risiko bleibt, gemessen an Proteinurie, bei dem sollte man Steroid erwägen, 6 Monate lang und dann aber richtig hoch dosiert. 1 Milligramm pro Kilo pro Tag über 8 Wochen. Das ist eine Mordsdosis. Aber wir haben den großen Nachsatz drin, ganz besondere Zurückhaltung oder Nichtmachen bei Adipositas, logisch, und zwar definiert als Body Mass Index über 30. Nicht machen oder ganz vorsichtig bei GFR unter 50. Die Nebenwirkungen gehen senkrecht hoch. Wir haben die Testingstudie abbrechen müssen wegen Todesfällen unter Steroid, infektiöse Todesfälle. Und das Faszinierende ist, dass wenn Sie klinische große Studien anschauen, Stop-IGA, unsere Studie, die wir 2005 gestartet haben und 2015 publiziert haben, ist die erste Studie, die sagt, Hochdosis Steroid hat bei diesen Patienten gravierende Nebenwirkungen. Vor Stop-IGA, alle italienischen Studien sagen, völlig harmlos, keine Nebenwirkung. Steht immer so ein Satz drin im Lancet. Ja? One patient developed mild diabetes. Punkt. Ja? Und auf einmal töten wir mit derselben Dosis Steroide Patienten. In Testing haben wir Pneumocystis, Nokardieninfektionen und noch eine weitere gesehen. Da hatten wir 3 oder 4 Todesfälle drin und die Studie musste abgebrochen werden. Und in Italien war das völlig harmlos. Wir haben in Stop-IGA 50% mehr Infekte gesehen. Wir haben einen Todesfall unter dem sogenannten Ballardi-Schema gehabt, eine pneumogene Sepsis mit Cyclophosphamid und Steroiden. Also wir reden nicht über eine harmlose Therapie. Und mein persönliches Killer-Argument, dann haben alle gesagt, Stop-IGA war nur 3 Jahre und vielleicht war es eine Niedrigrisikopopulation. Dann haben wir uns an die Telefone geklemmt, die Leute nach 10 Jahren wiedergefunden, fast alle. Und es war null Benefit nach 10 Jahren von der Immunsuppression. Null. Also warum soll ich es machen? Ich warte darauf, dass wir bessere, und das ist in jeder Pro-Con-Diskussion, in der ich so sitze, ist das immer die Conclusion. Naja, in 10 Jahren ist Steroid vielleicht sowieso Historie, weil wir viel bessere Therapien haben. Fischöl ist schon Historie oder gibt es da noch irgendeine Indikation für? Ja, wenn man in einer schwierigen Partnerschaft lebt und sich trennen will, dann hilft Fischöl. Ja, oder wenn Sie es lieben, immer wieder eine Makrele im Mund zu haben. Nee, Fischöl wird nicht mehr erwähnt, nicht mehr empfohlen. Die Datenlage ist einfach zu schwammig. Und man muss auch sagen, dann schwören Patienten auf natürliches Fischöl. Viele von diesen Lachsölkapseln haben eine ganze Menge Cholesterin drin. Darf man nicht unterschätzen. Und beim Blutdruck gilt dann, wie insgesamt in der Nephrologie, jetzt kleiner 120 als Zielwert? Oder gibt es da eine Abweichung gegenüber der normalen CKD? In den 120 gern, aber tolle Beobachtung. Kleine Anekdote wieder am Rande. Ich habe da so einen BWL-Studenten, ja, bisschen verpeilt. Der hat eine IgA-Nephropathie. Und der nahm 2x5 Ramipril und konnte sich das nicht so richtig merken, habe ich ihm gesagt, dann soll er doch 16 Candesartan morgens nehmen. Nee, er hat 2x10 Ramipril gehabt, also 2 morgens, 2 abends. Und natürlich hat der verpeilte Typ nicht zugehört und hat dann 4 Candesartan morgens genommen. Er ist in der Dusche ohnmächtig geworden, logisch, ja, war so dilatiert und wahrscheinlich mit dem 100er Druck unter die Dusche gegangen. Aber seine Proteinurie ist von 3 Gramm auf 0,3 runtergegangen. Der war nicht mehr proteinurisch.
Aber die Schulter war gebrochen, oder? Es ist ihm nichts passiert. Er hatte hier so eine kleine Beule, ja. Aber das Interessante ist, im Sinne der Niere gibt es kein Lower Limit. Ah, ja, das Lower Limit ist nur, weil sie dann irgendwann die Augen verdrehen und umkippen. Also was ich meinen Patienten praktisch immer sage, ist, ich möchte den Blutdruck senken, bis Patienten mir sagen, ich habe einmal die Woche, dass es mir schwarz wird, wenn ich hochkomme. Und wenn die das wissen, können die das langsam machen. Ja. Aber eigentlich bis kurz davor möchte ich den Druck senken. Und die Schulter war nicht gebrochen, Herr Diefenhardt, weil kein Steroid mehr eingesetzt worden ist. Das hat die Fraktur dann verhindert. Gell? Letzter Punkt von mir vielleicht, von der konventionellen, bevor die nächste Generation dann die Zukunft nochmal übernimmt. Es gibt ja diese einzelnen Patienten mit der Rapid-Progressiven. Da gilt aber weiter schon noch das Baladi-Schema, dass man eine Kombination machen würde mit Cyclophosphamid oder... Nein, dieses Schema ist tot. Selbst die Briten glauben das nicht mehr. Sondern wenn ich einen der ganz seltenen Fälle hätte, einer echten RPGN mit einem vaskulitischen IgA-Verlauf, dann würde man wie eine Ankervaskulitis eine Kombination aus Cyclophosphamid als IV-Bolusgaben gefolgt von Steroid geben. Also so wie wir heute oder so wie wir bisher in den Vorrituximab-Zeiten Ankervaskulitis behandelt haben. Aber echt schwache Datenlage und es gibt diese irritierenden Beobachtungen aus Peking, dass die trotzdem alle an der Dialyse landen. Nicht mal das ist gut belegt. IgA-Vaskulitis gibt es dieselbe Beobachtung. Cyclophosphamid plus Steroid ist nicht besser als Steroid allein, sondern macht nur mehr Nebenwirkungen. Das ist übrigens einer der klinischen Gründe, weshalb ich nicht glaube, dass das eine Autoimmunkrankheit ist. Wie viele Autoimmunkrankheiten kennen Sie, die auf Rituximab nicht ansprechen, tut die IgA nicht. Wie viele kennen Sie, die man mit einem Steroid allein behandeln kann, aber wo Steroid plus Cyclophosphamid nicht besser ist? Lupus, membranöse, Steroidmonotherapie funktioniert in der Regel nicht. IgA ist anders. Also selbst das Therapieansprechen passt nicht zu einer Autoimmunkrankheit. Sie hatten den Mess-Score schon angesprochen im Rahmen der Biopsie. Jetzt gibt es ja auch auf dessen Grundlage zum Beispiel dieses internationale IgA-Nephropathie-Prediction-Tool. Was für Werkzeuge haben wir an der Hand, um irgendwie eine Prognose aussprechen zu können? Ja, ich glaube, dieses Prediction-Tool ist das Beste, was wir derzeit haben. Das sind immerhin 4.000 Patienten weltweit, die die Basis dafür geboten haben. Aber es sind 4.000 retrospektive Patienten. 4.000 Patienten, die zum Gutteil keine vernünftige RAS-Blockade hatten. Also es kann sein, dass wenn man dieses Prognosetool einsetzt, was übrigens nur zum Zeitpunkt der Biopsie geht, und die Leitlinien werden sagen, bitte nehmt das nicht als Entscheidungsgrundlage für Therapie. Und es geht nur 6,5 Jahre, was für IgA ziemlich kurz ist. Also das ist das Beste, was wir haben. Ich würde nach wie vor denken, es ist relativ banal, die Prognose abzuschätzen. Je höher die Proteinurie ist, desto höher das Risiko, dass es vorwärts geht. Und wenn die GFR schon runter ist bei Erstvorstellung, dann ist wahrscheinlich das Risiko da, dass sie auch weiter runter geht. Wir können das, dieses Prediction Tool auf jeden Fall auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Zu wie viel Prozent kommt es überhaupt zu einer Remission, beziehungsweise zu wie viel Prozent kommt es zu einem End-Stage Kidney Disease bei der IgA-Nephropathie? Also, die beste Studie, die wir, glaube ich, haben, ist aus Norwegen. Die Norweger haben ein ganz tolles Biopsieregister und können das verlinken mit einem Gesundheitsregister. Die haben über 25 Jahre Patienten nachverfolgt, die ganz früh bei der IgA-Nephropathie eine Biopsie gekriegt haben, nämlich als sie eine isolierte Mikrohämatomie hatten. Nach 25 Jahren hat ein Drittel keine Krankheit mehr. Da ist ganz offensichtlich das Ganze verschwunden. 50% haben noch so irgendwelche Auffälligkeiten, bisschen Blut oder Protein im Urin, aber sonst nichts. 20% sind CKD 2 bis 3, 5% sind CKD 4 bis 5. Und die fiese Botschaft ist, diese 5% konnte man nicht
prospektiv identifizieren. Die waren durch nichts charakterisiert. Das hat eine fiese Botschaft. Das heißt, wenn Sie jemals so einen Patienten in die Hände kriegen, müssen Sie es irgendwie hinkriegen, den nach 20 Jahren noch weiter zu verfolgen. Und Sie hatten eben auch schon angesprochen, das Phänomen, dass man Nieren, Lebendspende-Nieren transplantiert hat, wo hinterher das IGA, was man damals nachgewiesen hat, nicht mehr nachweisbar war. Wie ist das jetzt im umgekehrten Fall, wenn jemand aufgrund einer IGA-Nephropathie Nieren transplantiert wird? Wie lange hält die Niere? Haben die eine schlechtere Prognose? Taucht das wieder auf oder wie funktioniert das? Ja. Also ich habe gerade, wie es der Zufall will, gestern, ich gebe ja so ein Lehrbuch raus, da hat Steve Chapman aus Australien das Recurrent Disease Chapter geschrieben. Es gibt inzwischen klare Aussagen dazu. Erstens, transplantieren, ja, das sind super Transplantkandidaten, die haben in der Regel keine Komorbidität und sind prima geeignet. Lebensspende, ja, aber stellen Sie sicher, dass wenn Sie Lebensspende aus der Blutsverwandtschaft nehmen, dass keine Hämaturie da ist. Es gibt eine familiäre IGA-Nephropathie. Zweitens, es gibt keine guten Prädiktoren für Rekurrenz. Wenn Sie Protokollbiopsien machen, hat bis zur Hälfte der Patienten histologisch eine Rekurrenz von IGA-Ablagerungen. Das macht in den ersten 10 Jahren des Verlaufs nichts aus. Wenn Sie länger schauen, dann finden Sie nach 10 Jahren die ersten relevanten Verluste durch Rekurrenz. Also ein bisschen ein ähnlicher Verlauf wie die Primärerkrankung. Und dann gibt es ein paar ganz arme Schlucker, die haben eine sehr rasche Rekurrenz. Und wenn Sie die nochmal transplantieren, dann haben die sofort wieder eine Rekurrenz. Also es gibt auch da ganz selten, Gott sei Dank, aber es scheint so irgendwie so eine Art maligne Verlaufsform zu geben. Würde man die dann mit Plasmapherese behandeln können? Das weiß niemand. Alles ist versucht worden und es sind ganz wenige Einzelfälle berichtet worden. Dann hat man einen auf Eculizumab angesprochen, dann hat man einen auf Plasmapherese angesprochen. Sie haben einen mit Sicherheit irren Publikationsbias. Es wird nur berichtet, was funktioniert. Die ganzen, die nicht funktioniert haben, werden nicht berichtet. Weiß keiner. Ja. Alles, was man weiß, ist, dass aus irgendeinem Grunde 5 Milligramm Steroide nicht rausgenommen werden sollten aus der Immunsuppression, weil dann offensichtlich die Rekurrenzraten höher sind. Aber wir reden jetzt über 5 Milligramm Steroide. Gut, dann noch ein, zwei Fragen vielleicht in die Zukunft. Wir lassen mal die ganzen Therapieansätze, die das Komplementsystem einfassen, weg. Ich glaube, das wird ein bisschen zu kompliziert. Aber es gibt hier einen sehr interessanten Ansatz, den Sie auch in Aachen, glaube ich, verfolgen in Studien. Das ist das Budesonid, was im Darm wirken soll. Was stellt man sich da vor und funktioniert es? Also wir sind derzeit beteiligt an allen Phase-3-Studien. Es gibt 3 Stück, die laufen. Sparsentan, habe ich schon erwähnt, diesen Endothelin-Angiotensin-Blocker. Komplement ist für mich mit Abstand die spannendste Entwicklung, weil wir Studien laufen haben, Phase 3, Mannose-Binding-Lectin-Pathway. Wir haben von Novartis den alternativen Weg. Es gibt Firmen, die auf C5 gehen und es gibt Firmen, die wollen auf C3 gehen. Und es gibt sogar eine Firma, die will den klassischen Weg hemmen. Das heißt, mit großer Sicherheit, das ist auch akademisch natürlich irre spannend, mit großer Sicherheit wissen wir in, ich sag mal, 5, 6 Jahren, A, welcher Komplementweg ist überhaupt relevant und B, funktioniert das nicht. Komplement, Entschuldigung, wenn ich trotz Bitte, ja, also, so ja. sage, ich hatte ja gesagt, ich sehe viele Patienten, wenn die GFR schon auf 30, 40 oder sowas runter ist. Das heißt, die haben schon ordentlich interstitielle Fibrose. Es gibt, und das ist das Tolle an Komplement, Komplement mediiert die akute glomeruläre Entzündung, aber es gibt eine große, große präklinische Datenbasis aus lauter tierexperimentellen Modellen, wo Komplementhemmung, egal auf welchem Level, die interstitielle Fibrose hemmt. Das ist doch eine tolle Therapie, wo ich oben im Glomerulus die Entzündung hemme und unten im Interstitium die Fibrose hemme. Das ist, glaube ich, für diese Patienten hochrelevant. Und um zu der Frage zurückzukommen, Budesonid,
kennen wir alle von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Wirkt da oftmals ganz gut, sehr harmlos, weil Budesonid einen ganz irre hohen First-Pass-Effekt in der Leber hat. Das heißt so plakativ gesagt 10% der Steroid-Nebenwirkungen. Ja, es sind Nebenwirkungen da und man kann das auch messen, aber nein, kein Vergleich mit 1 Milligramm pro Kilo Prednison. Es gibt eine Firma, Caliditas in Schweden, die das alte Budesonid genommen hat, hat das speziell verkapselt, sodass im terminalen Ileum freigesetzt wird. Und wir haben fasziniert in der Phase-2-Studie gesehen, dass damit auf einmal über ein Jahr die GFR stabil blieb, während sie in der Placebo-Gruppe 5-6 Milliliter gesunken ist. Da läuft jetzt die große Phase-3-Studie, wie auch mit diesem MBL-Antikörper von Omeros, um mal mehrere Firmen zu nennen, wie auch Sparsentan von der Firma Travera, beides amerikanische Firmen. Welche davon das Rennen macht und ob wir am Ende vielleicht sogar alles drei zusammen nutzen, ja, das sind ja ganz unterschiedliche Angriffspunkte, das werden wir sehen. Mhm. Und die andere Gretchenfrage, die ganz oft in der Diskussion aufkommt, muss ich die speziell verkapselte Budesonid nehmen oder tut es nicht auch das gute Alte? Ja, weiß man nicht. Es gibt aus Indien eine Arbeit, die sagen, das gute Alte tut es auch. Aber Indien ist so eine Sache. Das wissen wir aus der FSGS, aus Levamisol. Levamisol wirkt in Indien ganz prima, um Steroid einzusparen bei der FSGS. In Holland nicht gut. Die Helmintendurchseuchung in Indien ist viel höher. Und ein Wurmmittel in Indien ist was anderes als ein Wurmmittel in Holland. Und Würmer triggern wahrscheinlich Innate Immunity. Von daher muss man vorsichtig sein, wenn Budesonid-Daten aus Indien kommen, weil es natürlich sein kann, dass da ein anderer Helmintenbefall ist und damit die Entzündung im Darm eine andere ist in Indien. Plus, wenn ich dieses scharfe Zeugs esse in Indien, dann kann ich, also ich brenne dann innerlich. Um die zukünftigen oder vielleicht zukünftigen Therapien noch abzuschließen, es gibt ja immer noch Versuche, B-Zellen oder Plasmazellen zu modellieren. Rituximab hatten Sie vorhin angesprochen, hat ja nicht funktioniert. Vielleicht auch ein bisschen erstaunlich. Bei anderen antikörpervermittelten Erkrankungen hilft das sehr gut. Jetzt gibt es ja noch ein paar Modulatoren, die so B-Zell-stimulierende Faktoren beeinflussen. Sehen Sie da eine Möglichkeit? Funktioniert das? Werden wir rausfinden. Also Rituximab hat interessanterweise wunderbar B-Zell depletiert, aber nicht die Spiegel von untergalaktosiertem IgA gesenkt. Das heißt, offenbar gibt es Plasmazellen, langlebige Plasmazellen, die von Rituximab nicht erwischt werden. Punkt 1. Punkt 2, es hat die Firma Antera gegeben, die inzwischen bankrott ist. Die hat mit Blisipimod, das ist ein BAFF-Hemmer, versucht, B-Zellen an der Ausreifung zu hemmen. Die haben IgG, M und A gesenkt. Das hat auf die Proteinurie bei IgA-Nephropathie gar nichts gemacht. Die Firma hat trotzdem gesagt, wir haben ein tolles Medikament, weil die Proteinurie in der Placebo-Gruppe senkrecht hochgeschossen ist. Also da war irgendwas ultra faul in dieser Studie. Es gibt jetzt mehrere Firmen, die schauen auf Atazicep zum Beispiel, auf BAFF-Antagonisten. Das werden wir sehen. Meine Sorge ist, dass wir uns das unter Nebenwirkungen einkaufen. Das ist eine andere Nummer, wenn ich die B-Zelle an der Ausreifung hindere. Und natürlich will ich eigentlich gar nicht das IgG und das IgA supprimieren, sondern ich will eigentlich nur das polymere IgA, was eine klitzekleine Subfraktion unseres Serum-IgAs ist, rausholen. Es gibt auch so ganz spinnerte Ideen, ich könnte ja Absorbersäulen machen oder eine IgA-spaltende Protease geben. Aber wenn 95% unseres Serum-IgAs monomeres Zeugs ist, was für die IgA-Nephropathie wahrscheinlich irrelevant ist, dann will ich ja nur so eine kleine Fraktion rausholen. Und wie das funktionieren soll. Und dann noch über 20 Jahre, weiß ich nicht. Hm. Ja. Am schönsten wäre natürlich, wenn man irgendwie verhindern könnte, dass diese
Antikörper in den Blutkreislauf kommen, ne? Und sonst eigentlich im Interstitium, im Darm bleiben. Also wir brauchen Ilium-Biopsien und Knochenmarksbiopsien parallel von solchen Patienten. Das ist das Dilemma. Ja? Im Tierexperiment geht das. Beim Menschen nicht wirklich gut, hat keiner gern. Das wird aber jetzt gerade in Leicester in England gemacht. Da gibt es durchaus Patienten, die sagen, okay, ich lasse das machen. Und wir müssen überhaupt erst mal verstehen, was ist denn der Defekt. Lieber Herr Flüge, das war total spannend gewesen. Das war auch wegen der kritischen Würdigung oder Einordnung mancher historischen Studien, denke ich, für die nächste Generation Nephrologinnen und Nephrologen, die da kommt, ganz wichtig, um einzuschätzen, was man bei Studien alles richtig machen kann, was man auch falsch machen kann. Ich stelle jetzt die letzte Frage aus Neugierde. Sie haben den Herrn Diefendahl, hatten die Frau Scheuer davor gewarnt, bei den nächsten, wahrscheinlich dann 2030 oder so, Leitlinien mitzuwirken, die Sie natürlich dann wieder dann scheren müssen. Da wird kein Weg dran vorbeigehen, Herr Flüge. Der Hauptstressfaktor war das, die Evidenz zusammenzutragen, oder sind das die Kollegen, die man da unter einem Hut bringen muss, wenn man sowas schreibt? Der Stressfaktor ist, dass es keine Leitlinie von Kate Igor gibt, die so umfangreich ist. Wir haben eben nicht die diabetische Nephropathie oder den Hochdruck, sondern wir haben 25 verschiedene Erkrankungen in einer Leitlinie. Und ja, es gibt auch ein paar Kollegen, die schwer zu handeln sind. Aber insgesamt war das eine tolle Truppe und es ist einfach nur eine irrsinnige Arbeit gewesen. Und nein, es wird nicht 2030 sein, sondern es wird nächstes Jahr sein, weil die Leitlinien lebendig werden sollen. Das ist ja Wahnsinn, dass Leitlinien 10 Jahre nicht überarbeitet werden. Es wird eine App geben und es wird ein jährliches Update geben der Leitlinien und das ist auch gut so. Also gerade wenn Sie, haben Sie letzte Woche gehört oder letztes Mal gehört von Achim Anders, bei Lupus tut sich so viel, die Leitlinien, wenn sie jetzt gedruckt werden im Oktober, sind schon wieder outdated in Teilen. Weil Belimumab, Voclosporin und wie sie alle heißen kommen. Dann drohen wir Ihnen jetzt schon an, dass wir in der Pfingstwoche 2022 Sie dann wieder einladen werden und dann gespannt nachfragen, was in 12 Monaten sich geändert hat. Das dann ist dann hoffentlich in der Baustelle, hoffe ich. Wir vergleichen das, okay. Was sich dann am Hintergrund geändert hat. Einen schönen Abend an die belgisch-deutsche Grenze. Nochmal ganz herzlichen Dank von uns allen für die ganz viele Arbeit, die Sie ja gemacht haben. Für die nächsten beiden Wochen gehen wir in die Vereinigten Staaten, werden über die membranöse Glomerulonephritis und die postinfektiöse Glomerulonephritis mit Herrn Verwenzer und Herrn Glessock sprechen, kommen dann zurück an den Rhein und am Schluss hier an den Main und sprechen dann noch über die ANCA-assoziierte Vaskulitis, über die Minimal Change mit dem Professor Benzing und mit der Frau Professor de Groot. Danke, Herr Flöge, schönen Abend. Tschüss.